Maju Pagaru Pasta. Ja, und damit kommen wir zu einem kleinen Projekt, was gerade angekündigt wurde, und zwar Rise of the Tomb Raider. Beziehungsweise willkommen! Mein Gott. Zu einem neuen Short 666 Ausschnitt. Und zwar von Rise of the Tomb Raider, die PS4 Mission. Mein Gott. Ja, das werden wir uns heute anschauen. Und ja, ich werde jetzt gleichzeitig mit Edith hinlaufen. Und Montag bis Freitag. Und ja. Mal gucken, was wir hier schon erleben. Mein Gott. Ja, leck mich da. Was ist denn das für ein Scheiß? Geschenke? Nichts. Ja, warte mal, da war was gerade. Nee, das war der Blitz. Da bin ich ja schon mal gekauft, die Geschenke, glaube ich. Ja, Tomb Raider ist da eingestellt, aber ich zocke eigentlich auf Pussy. Ja, die C habe ich schon gemacht, glaube ich. Oder habe ich den schon gemacht? Ja, habe ich schon gemacht. Blutsbande. Eine neue Expedition aus Albtraum habe ich auch schon gemacht. Also ich habe eigentlich alle DSC schon gemacht. Das heißt, wir gehen einfach mal wieder ins Spiel. Und zwar der auch sehr lange lädt. Und ja. Also Tomb Raider ist der nächste, also der aktuellste Teil gerade. Ich weiß nicht, wann ob wieder ein neuer kommt. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch der letzte Teil. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe eine Höhle gefunden, die von einer angesehenen Welt bewacht wird. Im Inneren scheint sie Ruinen zu befinden. Auf jeden Fall ist der Teil nicht mehr ab 18 wie der andere Teil. So, der ist nicht mehr so brutal. Das heißt, es dürfen auch wieder Minderjährige zuschauen. Oh mein Gott. Ja, und ich habe mir hier das, weil ich ja die PS4-Version habe, besitze ich auch alle Outfits und ich weiß nicht, das ist von irgendeinem anderen Tomb Raider Teil. Das Outfit, ich habe nur keine Ahnung mehr. Von welchen? Also die Grafik ist so geil, ne? So ein Spiel musst du auf der PS4 zocken. Das hat auch lange gedauert, bis das für die PS4 raus ist. Ich habe schon irgendwo gelesen, dass es exklusiv für die Xbox und PC kommt, aber ja, wie geht's denn jetzt hier weiter? Ja, arschgeil. Ach so. Aber ich kann die Steuerung noch. Ja, ich kann die Steuerung noch. Ich bin jetzt zerbläht, wie immer alle sagen. Das ist eigentlich die gleiche Steuerung wie vom anderen Teil. Es ist mongolisch, aber sie sind hier durchgekommen. Ausmachungsgräber, lösen die Geräte, um besonders wertvolle Belohnungen zu verdienen. Ja, wo ist denn hier ein Scheiße? Da hinten ist irgendwas. Da komm ich da hin? Warte mal, da geht's weiter und da geht's irgendwo anders hin. Das heißt, geh mal hier lang. So, was ist das hier? Was ist das? Ach, IP. Okay, ja, ich habe übrigens auch schon die Gesundheits-Upgrades, glaube ich, schon auf Maximum. Also weniger erlittener Schaden durch Nahkampf und explosiven Schaden. Ja, Leute, wollen mich verarschen? Ich habe gedacht, da hinten ist der Hauptweg. Hä? Mal kurz. Okay, egal, das Sprinten ist auch über Watch Dogs 2. Du musst einmal L3 drücken und dann sprintet sie automatisch, bis du den linken Analogstick loslässt. Das ist mega geil. So. Ja, Leute. Was habe ich? Habe ich das selber was markiert oder geht es da weiter? Eine byzantinische Brosche mit einem geheimen Bild auf der Rückseite. Mensch, hybrider Controller, ja. Dieses Porträt wurde verunstaltet. Es scheint den Propheten gezeigt zu haben. Sie mussten ihren Glauben wohl verbergen. Ja, ist das nichts Neues? Mein Gott. Nichts arg, doch aber nichts. Hallo. Mein Gott.
Ja, da gibt's Varies, Säcke, aber. Ich glaube, wir gehen doch wieder. Ich glaube, die hat auch nicht so viel Ausdauer, die Lara. Ich weiß nicht, deswegen bin ich mal jetzt nicht so ehrlich rum. Ich möchte aber sagen, wie geht das bei hier lang? Ha! Wow! Eisschiff! Das sieht, Vorsicht, Vorsicht, das sieht nach einem. Ja, es zappt das Ding sehr realistisch aus. Na, warte mal, erstmal alles abchecken, die Gegend. EP, wie mächtig ausgegeben. Was ist das hier? Ein. Die Maria Adula sitzt fest. Das Eis gab nach und zerbrach ihr das Rückgrat. Egal. Ich würde ihre Kanonen gegen den falschen Propheten richten. Aber nun ziehen wir zu Fuß weiter. Ich habe 6 der besten Trinity-Ordensmitglieder. Und wir haben auf Kosten der Matrosen Nahrung und Vorräte gehortet. Sie wissen es noch nicht, aber sie werden ihr Leben für die Sache opfern. Meine Männer und ich werden aus diesen Eishöhlen hinausfinden und weitergehen. Bevor das Schiff vom Eis verschwunden wird, wird die Musik. Das wird unser erster Halt. Aber erst muss ich umgehen. Und schläfrig. Ich bin sehr schläfrig. Nur ein Nickerchen. Mein Gott. Mein. Ach, das ist der oder was? Ja, weiß nicht. Pilze. Bleh. Ja, warte mal, Leute. Wir müssen jetzt erstmal das hier bestätigen. Bevor wir irgendwo was anderes machen. Oh nee. Alter, ich weiß nicht mehr die Steuerung mit den Waffen. Scheiße. Ja, der wechselt die scheiß Bolzen, der Arsch. Wie kann ich denn die Waffen wechseln? Hallo? Oder habe ich nur einen Bogen gerade? Ich habe, glaube ich, gerade nur einen Bogen parat. Ja. Oh, einen netten Ausschnitt. Ja. Oh, ich hoffe, das schaut meine Freundin nicht an. Oh Gott. Sie würde die Lara Croft bestaunen in all ihrer Pracht. Ja, komm ich nicht wieder hoch. Wir sind geliefert. Sieht auf jeden Fall geliefert. Kann ich da helfen oder was? Oder springe ich gerade gegen den Tod? Aber mir ist doch was, oder? Oh oh. Ich muss das Eis aufbrechen. Warum? Kann ich da nicht hoch? Danke. Aber warum musst du wieder das Eis aufbrechen? Oh, sorry. Die kann auch nicht dauerhaft da oben bleiben. Muss ich vielleicht dann anspringen? What the fuck? Wow. Ja, geschafft. Vielleicht kann ich die Ruder raufklettern. Ja, wunderbar. Aber ich will dazu noch wissen, was ist denn das da hinten, bitte? Egal, habe ich da irgendwas markiert oder was? Nee, das ist Einsatzziel. Ach so, vielleicht ist der Weg zum Einsatzziel. Na gut, das kann natürlich auch sein. Na gut, dann klettern wir mal da hoch. Na. Boah, Vorsicht, Vorsicht. Okay. Wow, ganz leicht, ganz leicht. Und jetzt? Oh, wieder ein Eis. Dieses Gefäß. Irgendwie muss man es doch bewegen können. Wow. Warte mal. Alter, die scheiß Kamera. Scheiße, ey. Hallo, hier ist noch ein Schalter. Ja. Achso. Aha. Wo ist jetzt bitte das Eis? Wo ist das Ganze nach unten bewegen oder was? Oh Gott, ey, sowas hasse ich ja. Ich brauche jetzt mal eine Aussicht. Jetzt ist das Timing.
Scheiße, jetzt hätte ich. Ich weiß, wie das geht, wie das gemeint ist. Ich muss da rechtzeitig hin. Wenn ich das ganz gedreht habe, muss ich es schnell wie möglich. Oh, ich hoffe, das Stick geht nicht kaputt. Okay, geschafft. Ja, klappt doch gut. Geschafft. Hallo, ich brauche Boden oder nicht Füßen. Dankeschön. Diese scheiß Eis, ey. Hab ich von da rüber. Die stöhnen immer so viel, ey. Aber ich weiß ja genau wieder, was ich machen muss. Ne? Das ist einfach, weil ich Tomb Raider auch so oft zocke. Wow. Vor allem Anniversary, obwohl von Anniversary hatte ich immer Schiss, weil das ein bisschen komplizierter ist, dass das sehr viele Rätsel gibt. Aber das habe ich locker geschafft, Lord. Das habe ich locker geschafft, ey. Der PS3. Ja. Ja, aber da hinten ist da noch was. Ja, aber was ist denn da hinten, bitte? Ja, da kommen wir jetzt nicht mehr hin, Leute. Das haben wir jetzt verkackt. Wir müssen jetzt hier weiter. Hallo. Was ist das da? Was ist das? Karte. Archimid-Karte. Okay, Intons Karten, Mike. Was ist denn überhaupt mit der Sam los? Dieser Kodex beschreibt die Bogenschusstechnik der Gegner des Byzantinischen Reichs. Sie tot? Schließen Sie den Einsatz bis zum Fallfall ab. Ohne erst einen Kücher zu enden. Schließen Sie den Pfeile. Wow. Wir nehmen Sie auch den Pfeil schnell. Also beherrsche ich das schon, oder was? Ach, das war ein Grab, Leute. Das war alles optional, was wir jetzt gemacht haben. Okay. Ich weiß ja, ob ich das Upgrade schon habe. Wir können uns auch die Upgrades uns nicht anschauen. Also sie sind nur am... Oh mein Gott. Uah, fuck. Uah. Scheiße. Uah. Fuck. Und wir sind wieder bei der Gletscher-Variante. Gehen wir jetzt. Ach, das war alles optional. Das sieht man auch immer nicht. Ich habe mir das doch dann irgendwie schon gedacht, dass das alles optional ist. Ich weiß nicht, wie lange ich hier aufnehme. Das heißt, ich muss früh genug Schluss machen. Warte mal, da ist noch was. Vielleicht habe ich nichts übersehen. Scheiße, ich kann die Steuerung nicht mehr. Fuck. Okay, so. Oh oh. Wie? Scheiße, die freckt. Die freckt. Boah, Alter. Oh, fuck. Ja, da schaust du, ne? Ich schau zu, bist du immer so ängstlich. Boah, das war verdammt knapp. Man kann jetzt hier auch schwimmen. Er hat das Land der Russ durchquert. Oh. Ich habe das Gefühl, dass er mich verhöhnt. Warte, ja, Leute, es dauert zu lange. Das kann man sich ja irgendwann nochmal in einem Part anschauen. Mich interessiert das irgendwie nicht so, Leute. Muss ich jetzt ehrlich sagen? Hallo. Ja, ist jetzt da was oder nicht? Ich bin schon wieder am Rätsel. Nee, ist nichts mehr. Okay. Boah. Ist nichts mehr. Ist okay. Sowjet Anlage. Und ein Lager, würde ich sagen.
Oh shit. Fuck, ey, hoffentlich werden wir jetzt hier nicht. Ich bin nicht dein Feind. Das wird sich noch zeigen. Du hast die Männer da hinten getötet. Ja, um zu überleben. Und ich schätze, du hast das auch. Wie lange sind sie schon hier? Kurz. Nur Tage. Die Eindringlinge haben viele von uns gefangen. Du solltest hier besser verschwinden, bevor es zu spät ist. Das kann ich nicht. Ich bin aus einem wichtigen Grund hier. So wie die. Beim nächsten Treffen jage ich dir einen Pfeil in den Hals. Du und ich stehen auf derselben Seite. Ich hoffe, ich kann dir das beweisen. Was passiert denn da unten? Es leben Leute hier draußen. Sie scheinen schon sehr lange hier zu sein. Sie sind seit Jahrzehnten völlig isoliert. Vielleicht sogar seit Jahrhunderten. An ihrer Kleidung habe ich kleine Verzierungen bemerkt, die zum Byzantinischen Reich passen. Könnten es vielleicht Nachfahren der Anhänger des Propheten sein? Was wissen sie über die verlorene Stadt und die göttliche Quelle? Trinity wird alles tun, um das herauszufinden. Wer immer sie sind, ich fürchte, sie sind in großer Gefahr. Hoffen wir, dass das alte Sprichwort vom Feind meines Feindes zutrifft. Oh Gott. Ja, sieht ihr da dickhäurig. Sehr leibiger Schaden durch, fand ich einen Beschuss. Ja. Genau. Was ist das? Ausweichkonter. Wie viel kostet es? Eins. Ja, pff, ich will mal nicht die anderen Fähigkeiten. Sie beim Ausweichen in ohne Rüstung. Jetzt halt was ist drücken. Effizienter Kill. Werden automatisch ausgeplündert. Erhöhen Sie die Ziel für angenehme Bogenschüsse. Das war auch gut. Erhöhen Sie Emotionsmenge, fand ich leicht finden. Tierische Instinkte, das kennen wir ja alles schon. Mit Munition im Lauf, Feinde, die hergestellt ist. Oh Gott, das ist jetzt Brandbomben. Nee, brauche ich nicht. Landen Sie auf welcher Höhe sicher und ohne Schaden zu erlauben, landen Sie bei der Lage mit ab. Ne, das brauche ich jetzt auch nicht so. Freundiger, das hat das App. Ja, Leute, aber ich doch dann wieder hier was kaufen. Aber was denn bitte? Hört doch mal den Ausweichkonter. Ja, das ist auch nützlich. Ja, dann kommen wir zu einer Ausweichkonter. Hältst du sie beim Ausweichen Feinde ohne Rüstung durch seitlich angepasstes Drücken außer Gefecht? Ja, dann nehmen wir das Ausweichkonter. Wie verbessert sie denn die sich bitte? Das verstehe ich immer nicht. Warum ist das gesperrt? Da war die Fähigkeit Kategorien meistern. Okay. Ja, müssen wir, wie gesagt, auch im ersten Teil die Kategorien alle meistern. Okay, bis jetzt ein Ausweichkonter. Wunderbar. Inventar. Inventar. Manetian. Voll. Voll. Ja, das ist alles voll. Was ist das da? So. Auch erinnert. Ausrüstung. Ne, das brauche ich alles nicht, Leute. Waffen. Bogen. Kann ich den verbessern? Hey, den können wir auch verbessern. Hä? Achso, das sind Outfits, warte mal. Bögen bitte. Ich möchte bitte den Bogen verbessern, wenn es geht.
Diese unbedingt die Hilfe und schnelle Zielgeschwindigkeit. Nee, jetzt mal, das brauche ich nicht. Das brauche ich alles nicht, Leute. Ich brauche jetzt einfach nur die Fähigkeiten. Die bringen mir am meisten Geilheit. Wie ist es denn Ausweichkonter? Wie führe ich den aus? Ja, ich glaube, den kennen wir auch schon vom anderen Teil. Ja, ich bin hier fertig. Ausweichkonter, Bitch. Wo ist die Sau hin? Die ist wahrscheinlich auch da runtergelaufen. Na gut, Leute, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ich werde auf jeden Fall morgen auch wieder machen. Und wie sind es dann? Hat er jetzt die Fähigkeit gespeichert? Ja. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ciao.